Alter, was geht ab, Leute? Hier Gen 5 am Start. Wir sind unterwegs, direkt ein paar neue Pokémon uns gönnen. Wasserstarter Gen 5. Bisher noch kein Shiny. Wir drehen hier ein paar Runden, fangen alle neuen Pokémon und tauschen die dann direkt, dass wir direkt 100er Lucky bekommen. Direkt gleich am Anfang. Wo haben wir gepackt? Oh mein Gott, er will nicht drin bleiben. So. Go, go, go. Gen 5 Hype. Es ist der nächste Morgen. Wir haben ein paar Runden gedreht, ein paar von den neuen gefangen und die entwickeln wir mal gleich. Zumindest die, von denen wir genug Bonbons haben. Das, wie nennt man das? Der Müll halt, sozusagen. Das Ungeziefer. Highlight, Wasserstarter, der Otter. Ansonsten nichts Besonderes gesehen, gefunden. Kein Shiny dabei gewesen. Ich habe schon von ein paar von euch Berichte bekommen, Bilder zugeschickt bekommen. Von Shinies. Glückwunsch an euch. Entwickeln wir einfach so für EP. Also nicht für EP. Aber so für den Dex meinte ich. Und nicht für EP. Weil wir müssen nicht auf irgendwas Gutes warten. Denn wie gesagt, das Ungeziefer, das werden wir noch oft genug entwickeln. Wir schauen uns gleich noch an, was es alles gibt. Und wie gesagt, erstmal hier ein paar Sachen entwickeln. Auch schon ein paar Bonbons gemacht, aber nicht allzu viel. Der hier braucht übrigens nur 12. Das ist einfach das neue Taubsi. Das ist halt eine echte Taube. Also es ist eigentlich ein besseres Taubsi. Aber 12 ist schon geil. Puh. Okay, interessant. Interessante Pokémon hier. Dann einen haben wir, glaube ich, noch. Ich glaube, nee, das war's. Die Katze, von der habe ich nicht genug Bonbons. Und der Otter halt, aber den kann ich noch nicht entwickeln. Ich kann mal kurz in den Pokédex schauen. Genau. Einmal. Auf jeden Fall ist Mewtwo jetzt am Start. Hier ist auch schon einer. Der geht ab. Ich werde auf jeden Fall die ganze Woche raiden und versuchen, ein paar zu bekommen. Es kann eine neue Attacke. Die ist ziemlich gut und nicht durch TMs erlernbar. Das heißt, nur die Mewtwos, die ihr diese Woche bekommt, haben diese Attacke. Was für mich ein bisschen schade ist. Ich zeige euch mal meine Mewtwo. Wettkampfpunkte. Ich habe 3 aus den X-Rays, die haben natürlich Spukball. Und ich habe ein Psycho-Mewtwo. Das habe ich vom letzten Mal bekommen. Was an sich jetzt natürlich vollkommen nutzlos ist. Denn die neuen Mewtwo mit der neuen Psycho-Attacke sind einfach besser als der. Und der 96er ist leider auch vollkommen nutzlos. Das ist schon ein bisschen schade, Niantic. Weil die Mewtwo sind einfach... Gut, dass ich damals nicht so viele gemacht habe. In weiser Voraussicht, dass der nochmal Shiny kommt. Aber die zwei, 98 und 96, der 96er nicht gepusht, aber der 98er Psycho. Ja, dieses Mewtwo jetzt wurde einfach von dem besseren ersetzt. Das gilt aber für eine Menge Pokémon. Also in Gen 5 kommen eine Menge Sachen, die einfach die bisherigen Pokémon ersetzen. Neuer bester Feuerangreifer, neuer bester Käferangreifer, neuer bester Bodenangreifer, neuer bester Eisangreifer, Drache, sogar Kampf. Also da geht echt eine Menge ab in Gen 5. Wir waren gestern natürlich live und da haben viele gefragt, ob neue Boxen kommen werden. Es sind neue Boxen gekommen, aber ich habe gestern noch gesagt, die Boxen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Es gab 14 Raid-Pässe und 10 Brutmaschinen, was ja ziemlich krass ist, weil man will raiden, Mewtwo, natürlich Shiny Mewtwo, und man will eine Menge brüten, die 7 Kilometer ja für Shiny Regionale. Also hat eigentlich perfekt gepasst, die Box. Und jetzt kam eine Box raus, 2 Raid-Pässe mehr, geil, aber 7 Brutmaschinen weniger. Also wir haben gerade umgetauscht, 7 Brutmaschinen haben den Wert von 1050 Münzen und haben dafür 2 Raid-Pässe bekommen. Im Wert von 200 Münzen. Das heißt, wir haben einfach 850 Münzen minus gemacht. Die Box ist schon mal grob gesagt einfach 850 Münzen weniger wert. Obwohl es halt genauso viel kostet. Was halt auf den ersten Blick einfach mega leidend ist. Es gibt Top-Beleber, Top-Tränke. Was halt für mich eigentlich perfekt wäre, weil ich habe so viele Tote.
Aber ich nehme trotzdem lieber Rauch und Sternstücke, weil Top Tränke und Top Belieber gibt's umsonst in freier Wildbahn. Und das regt auch eine Menge Leute auf. Erstens die zwei und zweitens, die Box ist einfach schlecht. Das Feedback im Internet ist groß, das Gejammer ist groß. Aber zu Recht, weil die Box ist schlecht. Die Box ist unglaublich, unglaublich mega schlecht. Zusätzlich kommt, die haben die Brutmaschinen verringert, aber haben gleichzeitig was Neues angekündigt. Und zwar kann man bis zu 2 Eier aus einem Geschenk bekommen. Das heißt, an sich kann man jetzt doppelt so viele 7er brüten. Und trotzdem verringern sie gleichzeitig die Brutmaschinen aus den Boxen. Alter, wie dreist ist das denn eigentlich? Das ist einfach so mega dreist. Wir wollen jetzt mehr brüten. Was ja geil ist, richtig geile Aktion mit den Eiern. Aber gleichzeitig verringern sie die Brutmaschinen in den Boxen, damit wir halt noch mehr kaufen. Ich würde echt sagen, die Boxen sind so schlecht. Es kann sein, dass es ein Fehler ist. Es kann sein, dass sie nochmal geändert werden, weil der Tumult im Internet so groß ist. Weil die Boxen sind einfach so schlecht, das ist nicht mehr normal, wie schlecht die sind. Ich habe zum Glück noch ein paar Feste, hält aber glaube ich nicht mehr lange, das müsste nicht mal für morgen mehr halten. Und dann muss ich gezwungenermaßen diese Boxen kaufen. Dementsprechend hoffe ich noch, dass sich da irgendwas ändert, weil die sind so unglaublich schlecht. Auf jeden Fall müssen wir uns nochmal anschauen, was 100er Mewtwo hat, denn es hat nicht mehr 2275, unsere Zahl. Das Traurige ist, der kann nicht mal mehr 2275 haben. Das Schlechteste ist 2294. Schon mal über 2275. 2387 ist 100% Mewtwo ohne Wetterboost. Mit Wetterboost 2984. Üblichen Konter, ist ja wie immer Unlicht, Despoton und sowas, Geist, Gengar, Giratina, Mewtwo mit Spukball. Wir schauen uns noch Gen 5 an, ein paar Sachen. Es gibt drei Shinies. Einmal Nuggelotz und Jockle. Das ist der Biber oder Otter und der kleine Hund. Und Click. Die drei gibt es Shiny. Und alle drei gibt es in den Raids. Wobei Click nur in den Raids. Die anderen gibt es auch noch in Eiern und Wild. Dementsprechend ein paar Click-Rates will ich schon mitnehmen. Im Grunde genommen eigentlich alle, bis ich ein 100er oder ein Shiny habe oder beides. In den zwei Eiern gibt es das ganze Ungeziefer, Jogelotz, Joglev, die Katze, Felilu und Dusugur, die neue Taube. In den Fünfern die drei neuen Starter, Otago, Floink und Sepifoy. In Lit Zebra, das Zebra, Gotomorph, so ein Maulwurf und Tapinio, so ein Champignon. Zähne Eier sollen interessant sein. Castadur, Golbit, Capuno, Lichtel. Ich habe leider nicht wirklich Zeit und Ressourcen, um jetzt 10er zu brüten. Ich will mich erstmal auf die 7er konzentrieren. Aber danach auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, vor allem jetzt, wo Niantic die Brutmaschinen runtergeschraubt hat. Es gibt nur noch 3 anstatt 10, das ist halt echt eine Frechheit. Und dann gibt es halt noch den Einallstein. Ja, wie gesagt, ich meine, der Sinnohstein, genau dasselbe. Am Anfang sehr gehypt, sehr krass und danach hat den eigentlich kein Mensch gebraucht, also ich benutze ihn momentan nur noch, um Klamoks weiter zu entwickeln, für EP und die Bonbons loszuwerden. Oh ja, und regionale gibt's auch. Für die Asia-Pacific-Region ein Grünaffe. Die haben übrigens alle eine Weiterentwicklung. Der Rotaffe bei uns, Mittlerer Osten und Afrika und Indien. Dann der Blauaffe, Amerika und Grönland. Dann gibt's auch westliche und östliche Hemisphäre. So ein Ameisenbär und so eine Ameise. Das ist eigentlich auch sehr süß gemacht. Der Ameisenbär und die Ameise. Nicht auf derselben Seite. Das ist echt geil gemacht eigentlich. Also echt eine Menge zu tun. Mewtwo raiden, neue Pokémon fangen. 100er, Luckys, dies, das, neue Shinies. Wird auf jeden Fall abgehen. Ich freue mich, ich bin gehypt, ich gehe jetzt raus. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Erfolg mit dem Mewtwo und mit den neuen Pokémon. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.